So, wir haben tatsächlich... wir haben tatsächlich einen Trupp verloren. Aber ich sag mal, damit müssen wir leben. Das gehört zum Krieg dazu. Ja. Aber wir haben jetzt halt auch wieder langsam schon die Möglichkeit hier... Fallen auch mal ein bisschen... Ja, fortfahren. Okay. Brauchen wir so schnell wie möglich wieder neue Truppen? Naja, wir haben ja eigentlich noch richtig viele. Die müssen erstmal hier runterkommen, weißt du? Überleg mal, wir haben ja hinter der Grenze noch 4 Bogenschützen. Na okay, 3 Bogenschützen. Hinter der Grenze haben wir noch 2 Streitwagen und noch, okay, eine Galeere. Ach, das war die Galeere, die hier ist. Scheiße. Geil. Willkommen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Solange ihr euch angemessen benehmt, könnt ihr auf unsere Freundschaft zählen. So, ich sag natürlich, ich freue mich kennenzulernen. Ich würde gern Informationen über unsere Hauptstädte austauschen. Freier Handel zwischen unseren Nationen begünstigen und vieles mehr. Informieren über unsere Hauptstädte Informationen über unsere Hauptstädte ist eine großartige Idee. Sollen wir Informationen über unsere Hauptstädte austauschen? Ja, nein. Frank. Informationen über die Hauptstädte. Uiuiui, das könnte schwierig werden, weil die dann wissen, was bei uns Fakt ist. Ja, das also wäre natürlich... Für einen Krieg wäre es ungünstig, aber wir wissen aber natürlich... Wir müssen es mal geschichtlich sehen. Geschichte übrigens in letzter Zeit sehr, sehr großes Thema für mich. Liebe Geschichte. Wartet, ich muss mal kurz was trinken. Ah, da bin ich wieder. So, und geschichtlich gesehen sind die Amerikaner ja eigentlich mehr so das Volk, dass sich nach einer Weile in einen Krieg einmischt und dann wirtschaftlich unterstützt. Also wirtschaftlich sind die eigentlich eher eine Macht, eine Weltmacht, als kriegerisch, als militärisch. Mhm. Deswegen bin ich allgemein eigentlich für ja, weil die halt wirtschaftlich eigentlich eine sehr, sehr gute Weltmacht sind. Also wollen wir ja nehmen? Ja. Gut. Dann hoffen wir mal, dass es gut geht. Nicht, dass ich mich jetzt zu weit auf die Geschichte verlasse. Kann natürlich auch passieren. Ja, wenn es passiert, ja gut. Dann ist es halt so. So. Frankreich hat uns mal schnell gesagt, dass hier auf mehreren Ebenen Spielchen getrieben werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir auch... No man is above the law. It behooves you to remember that. Niemand steht über dem Gesetz. Ihr solltet euch daran erinnern. Ja, wie sind das jetzt gemeint? Okay, auf Wiedersehen. Okay, wir haben derzeit mit England überhaupt keine Probleme. Aber mit Teddy Roosevelt und nicht zu vergessen mit der komischen Engländerin. Mit der komischen Französin. Mhm. Was haben wir hier unten? Ach, wir haben hier endlich Handel. Wir bauen hier aber jetzt mal eine heilige Stätte. Ich möchte unbedingt mal eine heilige Stätte haben. Vielleicht auf einem Grundstück, was schlechte Werte hat. Und das ist ja eigentlich das hier. Ja, ich möchte eine heilige Stätte bauen. Okay. Zack. Zack. So. Zack und Zack. Gut, Kairo hat halt unheimlich starke Grenztypen.
Die möchte ich alle nicht bewegen, aber hier unten, zack. Um hier mal ein bisschen Land zu erforschen. Hier, oh, auch Befehle unserer Handelsflotte. Und wir können nochmal den Handelsweg nach Karthago nehmen. Zack, und die gehen nach unten. Ach man, Leute, versteht doch. Verschanzen. Verschanzen. Rein theoretisch. Keine Ahnung, auch ihr solltet euch heilen. Ihr könnt abgegradet werden. Wir brauchen noch Befehle, die hier, los, verschanzt euch. Dann hab ich... nee. Zack, Handelsweg errichten und zwar nach... da. Weg beginnen, so. Dieser Handelsweg wird unserer Zivilisation nicht nur Reichtum bringen. Ja, okay. So, nächste Runde. Mir gefällt nicht, was ihr da angestellt habt. Was würden eure Freunde davon halten? Denunziert euch, eure Spionage ist schwach. Okay. Keine Ahnung, was die damit meint. Jetzt ist abgeschmiert. Uiuiui. So. So, scheiß drauf. Wir haben jetzt mal einen Trupp verloren, aber mehr oder weniger beabsichtigt. So. Schicke ich den mal nach da. Den nach hier, damit er schnell nachrücken kann. Den nach dort, den nach dort. So, zack. Dann los, verschanzt euch, wenn ihr nicht mehr machen könnt. Rein theoretisch ist so eine Stadt ja überhaupt nicht stark. Das einzige Starke an den Städten ist ja eigentlich immer nur die Verteidigung, die die haben. Wenn man die erstmal gebrochen hat. Und wir müssen das machen, dass wir Stadtmauern bauen können. Ja, auf jeden Fall, da hast du recht. So. Aber wir haben mehr oder weniger... ah, okay. So, wir nehmen jetzt zwar ein bisschen Schaden, aber die Verteidigung von Kairo ist schon fast nieder und Kairo geht langsam auch den Bach runter. Das heißt, es geht langsam echt gut voran für uns. So. Die benötigen den Befehl, und zwar sich zu verschanzen. Die sollen sich auch mal verschanzen. Die können ja die Straße da plündern, die haben ja Zeit. Weiß aber nicht, aber andere können Straßen bauen. Ach so, jetzt verstehe ich das mit den Straßen. Und zwar sind die Straßen, werden die gebaut, wenn man einen Handelsweg macht. Dann werden automatisch Straßen gebaut. So, okay. Könnte man es immer bauen, aber jetzt wahrscheinlich nur noch, wenn man einen Handelsweg baut. Okay, also ist jetzt nichts, was mich stört. Muss man halt mit leben. Ja. Zack. Zack.
Kairo und Kairo wird immer geschwächter. Natürlich verlieren wir auch immer mehr Truppen, aber ich denke, dass wir Truppen verlieren, ist derzeit gar nicht so das größte Problem. Ist gar nicht so das Schlimme. Nee, ich denke, nicht so schlimm. Damit kann man leben, weil ist ja nicht so, dass wir jetzt Tausende von Truppen verlieren. Wenn wir die Stadt einnehmen, dann ist das schon ganz gut. Ja. Aber wir wissen natürlich nicht, was da noch so hängt an Arabien. Das könnte uns vielleicht sogar noch das Genick brechen, aber mal gucken. Ja, vor allen Dingen dürfen wir die anderen Städte nicht leer lassen. Aber Blue Diamond hat sich ja im Stream... In jeder Stadt eine gute Einheit drin haben. Ja. Aber Blue Diamond hat sich ja im Stream gewünscht, dass wir auf jeden Fall in den Osten mal rüberwandern. Und ein wenig, da so eine Stadt errichten. Und da sind wir jetzt ja mehr oder weniger im Osten. Weit im Südosten. Und dann haben wir da auf jeden Fall einen Stützpunkt. Und so wie es derzeit aussieht, eigentlich unsere militärischen Einheiten, sollte das auch kein Problem für uns eigentlich sein. Auf jeden Fall müssen wir versuchen, das da unten. Und wir müssen mehr Städte gründen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin ja derzeit dabei, erstmal eine einzunehmen. Was, denke ich mal, auch gar nicht so schlecht ist. Ganz ehrlich, selbst wenn wir jetzt einen Haufen Truppen verlieren, das ist ja mehr oder weniger auch, wie am Anfang schon erwähnt, das Ziel. Da wir derzeit auch finanziell ein bisschen auf dem Schlauch stehen. Würde ich das ja auch gar nicht so schlimm finden, wenn wir jetzt ein paar Trüppchen verlieren. Wie voll ist die Stadt eigentlich? Das ist ja irre. Ist echt, die hält richtig viel aus. Drin, wie es aus. So. Und haben die schon eine Stadtmauer gebaut? Ja, die haben eine Stadtmauer. Ja, das würde natürlich auch einiges erklären hier. So, du verschanzt. Ach nee, warte, nicht verschanzen. Hier Weg plündern. Was machst du? Kannst ja auch mal plündern. So, und tatsächlich geht's derzeit ziemlich miserabel voran. Die können nichts mehr machen. Was können die noch machen? Nix. Hier ist aber eine Feder dran. Ah nee, was heißt denn diese Feder? Gut, da oben geht der Handelsweg weiter. Hier kommt Frankreich und mischt sich anscheinend in diesen Krieg ein wenig mit ein. Wir freuen uns, euch zu unseren geschätzten Freunden zu zählen. Wir hoffen, dass dies auf Gegenseitigkeit beruht. So, bam. Jetzt habe ich es lesen können. So. Das ist von England. Was sollen wir darauf antworten? Wir würden uns freuen, der Welt zu zeigen, dass wir in Freundschaft geeint sind. Leider können wir momentan keine formelle Freundschaft eingehen oder auf Wiedersehen. Ich würde sagen, wir würden gerne der Welt zeigen, dass wir Freunde sind. Wie äußerst freundlich und aufmerksam von Ihnen. Perfekt. Und ich hoffe, dass Frankreich sich jetzt nicht in den Krieg einmischt. Die Fortfahren, das interessiert mich gerade alles nicht. Ich will tatsächlich gerade nur Kairo einnehmen. So. Und ich scheiße tatsächlich gerade mal ein bisschen auf das Wohlbefinden der Truppen. Und bin auch denn hier mal dabei, ein paar zu verlieren. Okay, man muss halt Verluste eingehen. So stark, wie wir Kairo hier gerade sprechen. Alles auf Angriff. Ja, alles auf Angriff, also wirklich alles. Nee, die dürfen ja nichts mehr, aber die hier können noch. Zack, diesen Fernangriff machen. Und wenn wir hiermit jetzt... Alter, Kairo ist im roten Bereich. Wir haben gerade richtig gut mit den Elefanten eingetrampelt. Also, es geht voran, Leute. Es geht voran. Aber so. Die sind unglaublich voll. Die Stadt ist unglaublich voll. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal... Was wollen wir bauen können? Burgen oder Maschinen? Wir müssen bauen...
Burgen können wir halt dann eine mittelalterliche Mauer können wir dann bauen, also eine Stadtmauer. Wir brauchen eine Stadtmauer. Wir brauchen dann, auf jeden Fall eine Stadtmauer, denn Burgen. Dann möchte ich mal kurz dazu erwähnen. Ja, rüber, oder? Dann haben wir mehr Verteidigung. Viel bessere Verteidigung. Ja. So, und hier bauen wir noch einen Warenwerker. Und deshalb sind die da unten auch so gut. Deshalb ist Kairo auch so gut, weil die da eben... ja, eine Stadtmauer haben. Ist ja klar. Eine Stadtmauer haben. Nee, aber tatsächlich... Tatsächlich haben wir Kairo bald eingenommen. Das ist echt gut. Das da. Man kann auch nicht sehen. Bei dem alten Spielen konntest du sehen, wie voll die Stadt noch ist. Wie viele Einheiten da noch drin stehen, aber man kann sehen. Also nicht doch. Richtig, aber so ungefähr. Da hat sich immer ein Schatten abgebildet. Da konntest du sehen. Doch, hier kann ich sehen. 84 von 200 Gesundheit. Und. Wir müssen jetzt, glaube ich, einfach wirklich mal auf Truppen scheißen. Wir müssen, wir müssen jetzt mal auch, Schaden eingehen. Sonst können wir das hier halt vergessen. Machen wir direkt nächste Runde und Kairo ist tatsächlich. Wir haben eine Verteidigungsstärke von 41. Wenn wir Pech haben, werden unsere Elefanten jetzt gemacht. Ich hoffe nicht, weil unsere Elefanten sind ja wirklich unsere stärkste Einheit. Aber ich sag mal, ungefähr eine Runde noch und Kairo hat es erledigt. Okay, wenn wir jetzt hier mit unseren Elefanten draufgehen, ist Kairo erledigt. Aber unsere Elefanten auch. Ja. Aber ich denke, damit müssen wir leben, oder? Weil Elefanten können wir neu machen. Wie schnell, wie schnell können wir die nachbilden? Gar nicht. Echt nicht? Ja doch, also ziemlich schwierig, aber ne? Es oder dauert ziemlich, langsam. 13 Runden, also es geht. 13 Runden für so eine starke Einheit ist eigentlich in Ordnung. Los. Und zack, einmal rübergerannt. Und der Elefant kippt um. Aber... Kairo ist doch noch nicht mein. Was? Okay, Kairo ist noch nicht mein, das heißt ein ganz kleines bisschen Scheine noch zu haben, aber okay. Wir haben da gerade so viele Einheiten zu stehen. Das wird schon möglich sein. Ja, und vor allem muss man darauf achten, dass die sich das auch nicht gleich wiederholen. Scheiße. So, aber Kairo kriegt Schiss und will uns Frieden bieten. Aber wir machen Vorschlag ablehnen, ich möchte die jetzt haben. Auf Wiedersehen, zack. Da steht zwar da an einer ungünstigen Stelle die Stadt, aber... Ja los, es gibt halt Dinge, auf die man scheißen muss. Oh, der sieht nicht sehr glücklich aus. Na, der ist noch nicht glücklich. Hallo übrigens an 3 Zuschauer, könnt ihr auch gerne mal was in den Chat schreiben. So. Nächste Runde, so. Eine Runde dauert's noch, dann haben wir die. So ist halt, die haben jetzt eine Einheit wieder reingestellt. Aber jetzt kommen noch irgendwelche Barbaren. Scheiße. Ich hab gerade irgendwie ein ganz, ganz dummes Gefühl. Dass die Barbaren da reinkommen? Entweder die Barbaren... Oder
Scheiße. Also erstmal, wir sind Runde 139 und sind schon 560 nach Christus. Also wir sind bald sogar schon in der Neuzeit bzw. in der Zukunft schon fast. Also würde man sagen, haben wir schon gut was geschafft, ja. Scheiße, warum können die sich denn jetzt auf einmal so gut heilen? Fernangriff und zwar auf da. Spiel grad selber, hör euch aber gespannt zu. Okay, kein Problem, spiel selber. Spielst du auch Civilization?